Oh, wow. Arrow? Ich meine, ganz ehrlich, ich find's toll, dass sie sich mehr oder weniger wiederbelebt haben. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an mein Arrow-Special bei der Retrospektive 2020. Ein relativ trauriges Ding. Ich meine, okay, Arrow hat im Jahr 2020 die Gamera-Box veröffentlicht und das war wirklich ein Monster von einem Release im wahrsten Sinne des Wortes. Aber drunter war es dann eigentlich mit den Nominierungen schon relativ mau. Irgendwie war das ein relativ flaues Jahr von dem britischen Label-Giganten. Aber im Jahr 2021 haben sie dann offensichtlich wieder Vollgas gegeben und einiges aufgeholt, weil in diesem Jahr folgte mehr oder weniger ein Knall nach dem anderen. Sie haben endlich noch mehr 4K-Veröffentlichungen gebracht. Sie haben vor allem etliche große Klassiker auf den Markt geworfen und es folgte irgendwie eine große, wunderschön gestaltete Box auf die nächste. Das heißt, nachdem ich vor einem Jahr etwas die Schwierigkeit hatte, okay, wie kriege ich die Liste eigentlich voll, war es dieses Jahr so ein, okay, passt, ich habe viel zu viel für eine Liste. Arrow hat dieses Jahr definitiv einige großartige Dinge abgeliefert und das ist jetzt meine Chance, mit euch die meiner Meinung nach 10 besten davon noch einmal Revue passieren zu lassen. Wie üblich handelt es sich übrigens bei diesem Teil meines Jahresrückblicks um eine Playlist. Wenn ihr, je nachdem auf welchem Gerät ihr seid, irgendwo um mich herum schwirrt die Playlist, wo ihr dann die anderen verschiedenen Videos seht und wo ihr euch dann durchklicken könnt, natürlich auch noch meine einzelnen Unboxings noch einmal schauen könnt, falls ihr sie damals nicht gesehen habt oder noch einmal schauen wollt. Das sind meine persönlichen Top 10 der besten Veröffentlichungen von Arrow Video aus dem Jahr 2021 und ich wünsche viel Spaß dabei und freue mich dann auf eure Kommentare, nachdem ihr durchgeschaut habt.